Am Montag und Dienstag dieser Woche schwankte der deutsche Aktienindex so heftig wie noch nie zuvor in diesem Jahr. Zum Beispiel gestern, da lag er im Tief bei 9.219 und im Hoch bei 9.567 Zählern. Das ist eine Tagesdifferenz von sage und schreibe 344 Punkten. Und das ist natürlich schon sehr, sehr ungewöhnlich. Insofern müssen sich die kurzfristig orientierten Anleger besonders in Acht nehmen. Aber auch für die mittelfristig orientierten Anleger ist dies ein wichtiges Signal, mit dem sie sehr vorsichtig umgehen sollten. Denn es ist immer wieder zu beobachten, überdurchschnittlich häufig, dass solche heftigen Tagesschwankungen in ganz besonderen Marktphasen vorkommen, nämlich entweder kurz vor oder während stärkerer Kurseinbrüche. Also bleiben Sie weiterhin vorsichtig. Aktuell haben wir den deutschen Aktienindex im Sog der gestern schwächer tendierenden Kurse an der Wall Street in New York bei 9.478 Zählern mit 85 Punkten oder 0,9% im Minus. Er hat es also nicht geschafft, die 200-Tage-Durchschnittslinie heute nachhaltig zu durchbrechen. Die verläuft im Moment so im Bereich von 9.529 Zählern. Natürlich richten die Börsianer ihren Blick jetzt auf die Ratssitzung der US-amerikanischen Notenbank am heutigen Tag mit der Abschlusserklärung am Abend um 20 Uhr und der Pressekonferenz um 20.30 Uhr. Mal sehen, was Janet Yellen dann dort verkünden wird. Und nicht weniger erwarten natürlich auch Hinweise darauf, wann denn eine mögliche Zinsanhebung in der größten Volkswirtschaft der Welt anstehen könnte und ob der entsprechende Satz dann in die eine oder andere Richtung in einer kleinen Nuance verändert wird. Entscheidend war ja bisher, dass immer gesagt wurde, die Zinsen werden für einen längeren Zeitraum auf diesem niedrigen Niveau verbleiben. Wird an dieser Formulierung irgendetwas gedreht, dann würde es sicherlich zu sehr, sehr schnellen hektischen Handlungen an den Börsen dieser Welt kommen. Das müssen wir also unbedingt im Auge behalten. Im Tagesverlauf kommen dann noch ein paar Inflationsdaten, zum Beispiel hier aus dem Euroraum, aber auch aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir wollen aber jetzt noch mal einen kurzen Blick werfen auf die Situation in Russland. Gestern mussten für einen US-Dollar zeitweise fast 80 Rubel bezahlt werden. Da hat also die drastische Zinsanhebung der russischen Zentralbank erstmal nichts gebracht. Die schien zu verpuffen, aber jetzt pegelt sich der Rubel so ein bisschen ein. Wir haben ihn aktuell, also aktuell muss man für einen US-Dollar rund 68 Rubel bezahlen. Das ist aber immer noch höher als zum Zeitpunkt der Zinsanhebung der russischen Zentralbank. Der RTS, der Leitindex in Moskau, zeigt heute eine leichte technische Erholung im Vergleich zu dem starken Absturz der vergangenen Tage. Wir haben ihn aktuell mit 4% im Plus bei 654 Zählern.